Unter allen, die mitmachen, verlosen wir was. Eventuell ein T-Shirt in XL, wenn es mir nicht passt. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den DAW-Verstehern, deinem DAW-Versteher-Podcast hier aus dem Storia Mastering Studio in Holtwig. Und ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwig, Mr. The One and Lonely, Björn Lonely? Schlüter. Habe ich Lonely gesagt? Ne? Ah, verdammt. The One and Only Björn Schlüter. Ja, herzlich willkommen, lieber Jonas. Mit dieser sympathischen Anmoderation hast du wieder ganz tief in meinem Herzen Platz genommen. Schön, dass du den Weg von Münster-Wolbeck auf dich genommen hast. Quarkbällchen gekauft hast, das ist ja immer das Wichtigste. Und dass du hier bist in den Heiligen Hallen und zu meiner Linken natürlich. Wer sonst? Wer sonst als der DAW-Versteher, Godfather himself, Jonas Wagner. Ja, tatsächlich kannst du sogar froh sein, dass ich jetzt da bin, weil ich bin aus Versehen heute Morgen eine Stunde früher losgefahren, ja, weil ich einfach die Uhr verpennt habe. Schatz, wann muss ich los? 8:30. Ja, okay, sitze im Auto, bin schon die Hälfte der Strecke gefahren, denk, nee, warte mal, wir waren ja eine Stunde später verabredet, wieder umgedreht, wieder nach Hause, erstmal einen Kaffee getrunken nochmal und dann bin ich einfach eine Stunde später, also passend dann hier angekommen. Eine Odyssee, bis ich hier war. Also ja, Odyssee, weißt du, die ab Odyssee. Ab einem gewissen Alter, ne? Ich glaube, darauf müssen wir einen Kaffee ab trinken. Ab einem gewissen Alter ja, setzt das so ein. Ja, mit der Uhrzeit habe ich es auch nicht mehr. Ja, erstmal ein Prösterchen. Hm. Ja, nicht hinterm Berg halten, dass ich eine ganze Zeit lang hier immer zu spät gekommen bin, weil ich die Strecke unterschätzt habe oder weil man hier auch gerne mal einen Traktor vor sich hat oder weil der Tank leer ist. Auch gerne zwei Traktori. Hab ich gerade einen vor mir gehabt. Die sind ja doch groß heutzutage, ne? Ist ja nicht Ötter Pötter irgendwie so, so, ne? Sondern tatsächlich, der hatte hinten so einen riesen Gülle Anhänger dran, wo du sagst, Alter, 46 Tonner ist nicht höher gebaut. Wir hatten jetzt hier am Wochenende den weltberühmten Lechtener Düstermühlenmarkt. Lechten, und das, schön, dass du es gerade mal sagst, weil, liebe Verkehrsansage im Radio, es heißt Lechten und nicht Lechten. Und es heißt auch nicht Gescher oder Gescher, sondern Gescher. Nur, dass ich es mal gesagt habe, neulich wieder so eine hochmotivierte WDR2-Tante, die meinte, sie macht alles richtig in Lechten und Gescher. Vor allem, da war auch am letzten Wochenende viel los, weil die A31 hier gesperrt war. Genau, deswegen war ja die Ansage. Gescher Lechten. Ja, also Düstermühlenmarkt auf jeden Fall, quasi ein Bauernmarkt, hoch 10. Super. Wo du gerade über Traktoren so sprichst. Also da wurde einmal die komplette weltweit verfügbare Landmaschinenausstellung aufgekarrt, ja, die man so machen kann. Also für alle, die in dem Bereich, also die mehr von Fendt und John Deere kennen, als von Fender, als von Fender und sag mal schnell was. Porsche. Nein, ich wollte doch jetzt auf Tonstudio-Technik. Achso, du meinst auf Weil Fendt klingt wie Fender und John Deere klingt wie John Marshall. Marshall. Jim Marshall, Entschuldigung. Gin. Gin Marshall? Der berühmte Hersteller des Verstärkers. Aber die mal Interesse haben und sowas. Gott. Der Düstermühlenmarkt in Lechten. Ja. Münsterland. Ja, total interessant. Apropos Tonstudiohersteller, es gibt tatsächlich, ich habe eine Zeitung gelesen, eine Zeitschrift gelesen. Mit anderen Worten, er kann lesen, das ist der Subtext. Ich kann lesen und tue das auch in sehr regelmäßigen Abständen. Papstwahl ist ja auch regelmäßig. Ich habe gelesen, alle 10 Jahre ist auch regelmäßig. Ja, ne, ich sag gerne, Papstwahl ist ja auch regelmäßig. Und zwar bekomme ich, ich bin ja im Verband Deutscher Tonmeister, bekomme da immer das Magazin. Ich glaube, einmal im Quartal kommt das oder so. Mhm. Diesmal war es mega interessant, ganz oft interessiert mich das ehrlich gesagt nicht so sehr, was da für Themen behandelt werden. Diesmal war sehr viel Schwerpunkt auf Musikvertrieb, tatsächlich auf Mastering, auch ein bisschen in dieser Dolby Atmos Hype und so. Ja, ja. Wie man das aus guten Fachmagazinen kennt, zum Beispiel auch aus der Sound and Recording oder sowas, gibt es ja immer vorne meistens so kleine Artikelchen, so eine Viertelseite oder so. Ein Teaser oder sowas. Ja, oder irgendwie der Hersteller bringt das und das raus jetzt oder keine Ahnung. Mhm. Ne? Und unter anderem habe ich da wirklich was Interessantes mal gelesen. Okay, sitzt ihr? Ja, ich hoffe, ihr sitzt. Und zwar gibt es einen sehr wichtigen Geburtstag zu feiern. Es ist nur knapp, natürlich viel älter als du, worum es geht. Aber nur knapp. Natürlich nur knapp, weil 50 Jahre Shure SM7B feiern wir in diesem Jahr. Und ich kann noch einen draufsetzen. 60 Jahre Tonbandkassette. Wahnsinn. Kompaktkassette. Aber 50 Jahre Shure SM? Shure SM7 natürlich, ne? SM7B heißt es ja heute. Ja. Und es gibt von Shure ein 50 Anniversary Edition natürlich. Schlag mich tot. Ja, aber pass auf, kannst du nicht kaufen, kannst nur gewinnen.
Ah, okay. Ne? Ich würde ja jetzt gerne mal wieder sagen, Schuhe hat mich dafür bezahlt. Immer noch nicht, verdammt, mein Gott. Wir kriegen das noch hin mit dem Sponsor verdammt hier. Verdammt nochmal. Also, aber tatsächlich, also ich weiß nicht, wie lange das geht oder wie, was da für Bedingungen sind, aber es gibt irgendwie eine Seite, Schuhe, muss man mal auf die Schuhe-Website gehen, da kannst du dann irgendwie so eine Anniversary Edition mit Fotos auch noch dann, irgendwie Michael Jackson wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ja, natürlich Michael Jackson. Aus dieser ganzen Zeit und 50 Jahre. Nur, wir haben jetzt 23, das war 73 ist das schon rausgekommen. Genau. Ich habe ehrlich gesagt tatsächlich ein SM7 ohne B und wir haben es mal verglichen mit dem SM7B und der klangliche Unterschied war subtil da. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob der dem Alter des Mikrofons geschuldet war, weil das SM7B war natürlich naturgemäß etwas neuer, ne? Und bei meinem hatte ich auch gerade einen neuen Schaumstoff drauf gemacht, weil die kann man super noch nachkaufen, wenn der alte mal kaputt ist oder Ist das ein anderer als bei dem 7B da? Nee, eben nicht. Den kannst du einfach so nachkaufen bei Thomas oder sonst was irgendwie und steckst du drauf, funktioniert sofort wunderbar. Einzige Schwierigkeit war nur, das Ding runterzukriegen. Ich musste tatsächlich erstmal googeln, wie man das runterkriegt, weil du versuchst es zu drehen, geht nicht irgendwie so und du kriegst es aber nur mit mäßiger Gewalt runter, wenn du so ein bisschen so Zehen zuppeln und ruppeln irgendwie so, kriegst es runter und auch wieder drauf. Und Michael Jackson hat ja ohne diesen Schaumstoff drauf gesungen, weil der so eine gute Mikrofontechnologie hat, dass er eigentlich alles, was Plopplaute oder S-Laute war, hat er immer so ganz leicht den Kopf gedreht, sodass es immer am Mikrofon vorbeigegangen ist. Krass, ja. Ja, total abgefahren, ja. Aber wenn ich gerade über so minimale Unterschiede zwischen SM7 und SM7B spreche, musste ich schon wieder schmunzeln innerlich, weil da habe ich an das schöne Recording-Blog-Mixing-Wochenende in den Prinzipalstudios gesagt und ich würde mal sagen, Jonas, erzähl doch, ich war ja teilweise, ich war temporär anwesend und ich sag mal, diese 4 Stunden, die ich da war, fand ich schon sehr, sehr interessant, witzig, vor allem mega witzig und natürlich auch total eindrucksvoll, was dann eben den Kollegen Vincent Sorg angeht. Ja, tatsächlich. Mit seiner geilen, pragmatischen Art. Ja. Also du warst ja quasi als Künstler eingebucht, genau, weil du das Schlagzeug gespielt hast. Also sie Mastering Engineer, formerly known as Drummer Björn Schlüter war da, hat die Drums bedient. Und wir haben tatsächlich an dem Mixwochenende ja aufgenommen, einen Song, den ich vorher ausgewählt habe, wo wir dann Drums, Gitarre, Bass und Keyboards aufgenommen haben, Vocals auch aufgenommen haben, alles an einem Tag. Das heißt, der Tag startete mit Drum-Recording und vorm Recording ist natürlich erstmal Schlagzeug aufbauen. Dann bist du in den großen Drumraum reingegangen und dann hat Vincent Mikrofone aufgestellt. Und ich habe schon bei allen Teilnehmern dann gesehen, wie so die Augen funkelten und alle so dachten, boah, also welche magischen Mikrofone holt er jetzt raus? Da stand alles Neumann und holt er das dicke Neumann, holt er das Coles, holt er das für die Bassdrum auf jeden Fall ein 47 Fett von Neumann. Anders kann man eine Bassdrum nicht aufnehmen. Und als er dann von Stephen Slate das schmiss da um sich mit diesem 100-Euro-Mikrofon. Mit dem 100-Euro-Mikrofon, mit dem ML2 da um sich schmiss irgendwie. Und dann dieses Mini-Stäbchen er hat es für 120 gekauft. Heute kosten sie 160, aber sie sind heute immer noch ihr Geld wert, weil sie sind einfach gute Mikrofone für die Kohle. Und er stellte das vor die Bassdrum. Und ich sah so die Enttäuschung bei allen Gästen so, wie jetzt? Genau. Also jetzt kein Großmembraner und kein fancy super-duper Zeugs. Ja, und wie viele Mikrofone packst du jetzt an den Bassdrum? Ja, das. Eins. Ja, und jetzt, aber für den Sub, da kann ich ja da reindrehen, wenn ich so brauche. Also ist ja nur EQ. Ja, also weiß ich nicht, die Bassdrum, wenn die fett klingt, dann brauche ich ja keinen so. Also es war halt alles so herrlich pragmatisch einfach. Ich meine, ich habe das sehr genossen. Ich habe mich ja extra so bewusst so 2 Meter weiter weggesetzt irgendwie, ne? Und einfach beobachtet. Aber einfach nur so erstmal beobachtet irgendwie. Und man merkte dann doch einfach auch so viele, also wirklich damit gerechnet, dass jetzt irgendwie total magisch und wie du schon sagst, jetzt kommt die Technik und du, nächstes Beispiel mit den Overheads, ne, wo er dann mal eben so die beiden Neumann, das waren jetzt aber auch nur TLM 103, glaube ich. Ja, genau, sowas, TLM 103. Ja, was heißt nur, die kosten auch schon mittlerweile 700-800 Euro. Aber es waren jetzt auch, ich meine, er hätte ja auch ein Pärchen U87 nehmen können, die hat er auch da stehen gehabt. Genau, oder was weiß ich was. Genau. Wo er die dann hin und dann kam schon so wieder die fahrenden Gesichter. Aber jetzt muss man doch den Abstand zur Snare messen. Mit Maßband. Maßband. Und er sagte, Moment, bevor jetzt einer fragt, wenn mich nachher die Phase stört, dann ändere ich das dann in der DAW. Wenn das erstmal gut klingt, dann passt das so. Ja. Also alles lauter so interessante, wirklich interessante Sachen, die man hier immer wieder auch von abseits des Mainstreams so ein bisschen
weiß eigentlich und auch lernt. Ja. Ne? Irgendwie stell halt das Mikro dahin und wenn das halt doof klingt, dann stellst du es halt woanders hin. Ja, genau. Ne? Und wenn es dann an allen möglichen Positionen an der Trommel nicht klingt, dann überleg vielleicht, dann liegt es vielleicht am Mikro oder an der Trommel. Die Trommel austauschen, genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Irgendwie, oder es liegt vielleicht an demjenigen, der draufhaut oder am Fell oder an der Stimmung oder wie auch immer. Auch das, was du sagst, derjenige, der draufhaut. Aber es wirkte halt alles so hemdsärmlich, weil er das so aus dem Ärmel schüttelte, mehr oder weniger, und halt eben auch nicht zu den fancy Mikrofonen griff. Aber als er zum Beispiel das Mikrofon auf die Snare ausgerichtet hat und gesagt hat, hier, also erstmal hat er sich einen Mikrofonständer gebaut dafür, der dann da auch... Ja, für die Toms. Ach, für die Toms, gekauft. Genau, hat er sich aus, eingebaut. Gewicht, genau. Hier so Gewichtheberscheibe. Gewichtheberscheibe, 5 Kilo irgendwie Gewinde reingeschraubt. Schwanhals. So zack und fertig, ne? Ja, weil der Snare, wo du dann schon gemerkt hast, also da, als er dann erklärt hat, wohin er das Mikrofon ausrichtet, dass da schon, also dass das eben nicht hemdsähnlich ist, sondern schon Hand und Fuß hat, aber jetzt nicht auch, er hat das jetzt nicht obermystifiziert wird irgendwie, dass das jetzt die magische Technologie sonst was irgendwie ist, sondern... Nee, das meine ich ja. Also schon, er weiß, also nicht falsch rüber, nee. Er weiß zu 100%, was er tut. Ganz genau, ja. Und er weiß genau, wenn er das jetzt so und so macht, was er dann für ein Ergebnis bekommt. Genau. Wenn das die Aufgabenstellung ist. Haben wir ja auch drüber gesprochen, wir nehmen Rocksong auf, klassischen, sag jetzt mal Rocksong, dann... War ja auch eine sehr eindrucksvolle Geschichte noch, was sich ja so durchgezogen hat, zumindest in den Stunden, wo ich jetzt da war, was dann so dieses Vergleichen angeht, wenn wir über Referenzen sprechen, ja, oder so. Ja. Und er ja dann auch sagte, naja, wollen wir es mehr 80s klingen lassen, mehr 90s. Wir haben uns dann irgendwann, ja so auf frühe 2000er, genau, ne, kamen wir ja dann. Anfang 2000. Ne, ja. Und als er dann, nachdem dann alles verkabelt, mikrofoniert war und wir in der DAW da in der Regie saßen, und er dann seine Session da aufgemacht hat und dann mal eben so aus dem Stegreif irgendwie halt für diese Zeit eine Handvoll Referenzen dann raushaut, wo er genau sagt, naja, wir können natürlich jetzt schauen, dass wir den Drum-Sound mehr in diese Richtung, das war dann Green Day, American Idiot. Der hatte immer irgendwie ein Adjektiv dazu. Genau. Ne? Fetter, offener, heller. Flatschiger, genau, sonst was, irgendwie ganz tolle Adjektive. Ja. Genau, also was auch wirklich passte und das war, glaube ich, für die Teilnehmer auch super, super interessant zu wissen, okay, Referenzen hören und vergleichen macht nur Sinn, wenn du eigentlich vorher schon weißt. Wenn du deine Referenzen kennst. Genau, ne, was passiert. Das ist, glaube ich, der auch etwas, was viele nicht so ganz, was heißt verstehen oder vielleicht auch nicht verstehen wollen, dieses Umschalten und hin und her hören und Referenzen und so, das macht natürlich nur Sinn, wenn du es dann einschätzen kannst. Genau. Ne? Was passiert? Und er sagte auch, naja, die Nummer klingt so, als wäre da viel mehr Bass drin. Ne? Und alle so im Raum, ja, auf jeden Fall. Ja, es liegt einfach daran, dass die halt der Song ist eine Quarte tiefer, ja, als der Song, den wir davor gehört haben. Genau. Der hatte aber deswegen nicht mehr Energie im Bassbereich, sondern es war einfach nur quasi eine Quarte Song ist halt tiefer. Ja, genau. So, ne? Dadurch das sind haben ja die auch noch Instrumente automatisch einen höheren Tiefpassanteil. Ja, genau. So, ne? Also alles solche Dinge, wo man, was heißt, nicht drüber nachdenkt, ja, vielleicht im ersten Moment nicht drüber nachdenkt, und wo er innerhalb von 2 Minuten direkt sagen kann, wollen wir den Sound? Wollen wir den Sound? Ja, okay, ja. Wenn wir den Sound wollen, Björn, dann geh mal bitte an die Snare, dann dreh da nochmal eine halbe Umdrehung runter, ja, und mach die Dämpfung ein bisschen auf, ne? Und ich leg nochmal kurze Decke vor die Bass haben, weil die wollen wir möglichst kurz und keine, ja, Ahnung. Also ich sag mal, wenn er gewollt hätte, ne? Ich sag mal, ich war einigermaßen vorbereitet, ja, ja, für die Geschichte, wenn wir gewollt hätten, von Ankunft am Studio bis Drums sind fertig eingespielt, sind quasi schon fertig editiert und, ja, sind mix-ready oder sind schon eigentlich halb gemischt, hätten wir das locker in einer Dreiviertelstunde geschafft. Vielleicht, ja, sogar in einer halben Stunde. Nee, das Editieren hätte ein bisschen länger gedauert, weil das war dann doch ein bisschen aufwendiger. Ich weiß nicht, wie viel vom Editierungsprozess hast du noch mitgekriegt? Ja, doch, eigentlich alles, ja. Alles, ja. Also er arbeitet unfassbar schnell. Aber er hat ja viel erzählt dabei. Ja, ja. Ich wollte nur nochmal sagen, wir reden ja ganz oft über diesen nerdigen Teil von Tontechnik und so weiter, ne? Vincent hat das tatsächlich auf die Spitze getrieben und kann nur deswegen auf dem hohen Niveau arbeiten. Das ist nämlich übrig geblieben bei der ganzen Geschichte. Der hat die Songs alle gehört, der hat die Songs alle analysiert, der hat sich für seine Referenzhörerei, du hast ja letztes Mal über Adapter gesprochen, über das Plugin und so weiter, wo man so die Songmarker setzen kann. Er hat sich die einzelnen Teile der Songs freigeschnitten und in seinen Ordner reingelegt. Er hat, wenn er einen Sound gehört hat, so lange Drums aufgenommen und editiert, bis er diesen Sound hingekriegt hat und so weiter. Das heißt, diese Arbeit, die vor dem Mix schon reingeflossen ist, um seinen Erfahrungsschatz aufzubauen, ist um so ein Vielfaches höher, als ich setze mich mal eben vor die DAW und misch einfach nur. Und deswegen kann der halt auch so zielgerichtet arbeiten, weil der einfach vorher, genau, so viel Wissen sich selbst angeschafft hat und eben dann auch weiß, wie er da hinkommt. Man kann so ein bisschen den Eindruck gewinnen,
dass dadurch etwas Kreativität weggeht. Also so ein bisschen dieses gehen könnte. Gehen könnte, ne, auf den ersten Blick, weil er, ich sag jetzt mal, das sind so halt 20 Rezepte, die er hat, die tausendfach erprobt sind bei ihm, aufs zehnte Gramm sozusagen genau gemacht sind und die natürlich nicht immer eins zu eins so durchlaufen. Natürlich, aber jeder Song ist anders. Genau, jeder Song ist anders. Ne, sagt ja auch, ja, wir haben jetzt das Drumset hier mit den Becken, mit dem Trommler. So, ne, damit arbeiten wir. Ja. Ne? Und wenn ich dem Trommler dreimal sage, er soll was anderes spielen oder soll die Becken nicht so laut spielen und ich merke, der kriegt das nicht hin, dann brauche ich das kein viertes Mal sagen, so, weil dann wird es insgesamt nicht damit, besser. Genau. So, dann arbeite ich damit, dann muss ich dementsprechend mich als Produzent oder Tontechniker, wie auch immer, dann anpassen daran, dass ich sage, okay, weiß ich nicht, ich dreh schon mal die Overheads weiter runter oder geh weiter weg oder nimm anderes Mikrofon, was dunkler oder ist. Oder leg mir Strategien zurecht, die ich dann im Mix später abzünde. Also diese ganzen Prozesse, deswegen kann man so ein bisschen den Eindruck gewinnen, okay, der macht halt seine Schema A, B, C, D, E und macht die so, ruft die so ab. Auf der anderen Seite musst du ja mal Folgendes sehen, und das hat er ja auch selber ganz, ganz oft gesagt, die Leute, die zu mir kommen, die hier in die Prinzipalstudios kommen, zu Vincent Sorg kommen, so, ne, die Rockband, die Punkband, die weiß ich nicht was, irgendwie in der Richtung so, oder sagen wir mal, schon eher rockig unterwegs ist, die wollen ja auch einen gewissen Sound, die wollen ja hier nicht drei Wochen irgendwie gucken, was jetzt der beste Bassdrum-Sound ist oder so. Ja, oder André Rieu wird da sicherlich nicht mit seinem Orchester auflaufen, um da aufzuzeigen. Genau. So, ne? Also auch da wieder, die Leute, die da hingehen, wissen genau, warum sie da hingehen. Ja. Und natürlich muss man dann auch dieses Selbstbewusstsein haben, hat er natürlich auch völlig zu Recht. Ja, weil es zu 1000% fundiert ist. Das ich sag mal so, wenn du da einmal stolperst im Flur, dann reißt du auf einen Schlag 25 Goldene von der Wand. Und Platin von der Wand. Muss man natürlich auch sagen. Von daher weiß er genau, was er tut und er weiß auch, warum die Leute kommen und es kommuniziert er super mit den Leuten. Ja. Und deswegen war es auch für mich, und ich war auch schon in vielen großen Studios, in Anführungsstrichen, ich fand es aber total beeindruckend, wie er agiert. Also menschlich auch agiert. Ich war jetzt ja auch als Künstler da, hab da ja gesessen. Ja. Ne? Natürlich als Künstler in einer Educational-Situation, wo dann das Talkback wieder anging und ich hörte ihn irgendwie reden darüber, dass er irgendwie das und das macht und ich saß da so, soll ich irgendwas machen oder soll ich nicht machen? Klar, das ist natürlich in der richtigen Produktionssituation anders. Aber seine Art und Weise auch dem gar nicht so viel Zeit zu lassen, sondern mach doch mal das und das. Zack, lief das Playback schon wieder. Und denkst, okay, was hat er gesagt? Total stringent, aber super lieb, fokussiert. Irgendwie immer so mit den Händen in der Tasche, so, ich mach das halt so. Auch nie überfordernd, ne? Nein. Dich nie irgendwie mit von oben runter zu behandeln, weil du jetzt vielleicht weniger weißt oder andere Musik machst oder sonst was irgendwie. Ich war ja auch als Künstler unter anderem da, als Organisator, als Jonas vom Recording Blog auch, aber ich habe ja die Gitarre noch eingespielt. Und du hast Bockwurst gemacht. Auch. Ich habe auch. Koch. Bratwurst, Bockwurst und ich habe auch Quarkbällchen, Kartoffelsalat, Wurstsalat, Sachwart, war alles dabei. Und aber Tzatziki von deiner Frau, das war der Knaller. War allerdings wirklich gut. Ja. Ne? Aber wie gesagt, der Künstler von mir, der dann da saß und Gitarren aufgenommen hat, und wir haben nicht wenig Gitarren aufgenommen für den Song, hat quasi gar nicht gemerkt, dass wir aufgenommen haben. Weil der Bursche, der spricht die ganze Zeit mit dir, währenddessen bereitet er seine Tracks vor, schaltet die scharf, er probiert doch mal das und das, dann spielst du es einmal durch, denkst so, okay, jetzt habe ich's, da war es schon im Kasten. Hat einfach mitgeschnitten irgendwie. Hör, passt schon. Die eine Stelle nochmal eben so fertig. So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie wir aufgenommen haben. Und es war eben, der hat ja das Gefühl gegeben, dass das alles so total easy durchlief. Und viele, viele Musiker haben ja dieses rote Lampe-Syndrom. Ne, du übst, kannst es super spielen, irgendwie zu Hause, easy, du singst oder sonst was irgendwie. Und sobald die rote Lampe angeht, ist alles weg. Mhm. Irgendwie, du verkrampfst irgendwie und so weiter, weil jetzt muss es ja sitzen. Und es ist überhaupt nicht aufgekommen, weil das so nebenbei lief. Und wir haben so schnell aufgenommen, was vielleicht für die Zuschauer natürlich, also die Zuschauer dann da im Raum, für die Teilnehmer an dem Wochenende vielleicht auch faszinierend war. Vincent und ich sprechen dann beim Aufnehmen schon weitgehend dieselbe Sprache. Das heißt, da passierte dann irgendwann nur noch so ein, so ein,
so ein Recording-Steno. Also er warf mir irgendwas so in Brocken rüber. Ich saß an der Gitarre, setzte das eben um und das ging so schnell hin und her plötzlich irgendwann, dass ich habe mich richtig beflügelt gefühlt, weil ich das liebe, einfach auf diesem hohen Niveau mal eben schnell zu arbeiten. Ne? Weil der kreative Prozess wird durch nichts gebremst. Du haust einfach nur raus. Ja, kannst du da noch was Schwebendes spielen? Ich so ein paar Flageolets eingespielt. Ja, welchen Sound? Ja, komm, wir gucken mal eben. Der kennt seinen Camper auch in- und auswendig. Eben kurz eingestellt. Und wir haben natürlich nicht nur mit dem Camper aufgenommen, sondern auch Gitarrenverstärker aufgebaut und so weiter. Und dann letztendlich aber, um diesen kreativen Prozess eben nicht zu blockieren, mit dem Camper aufgenommen. Ne? Und das Ergebnis ist mitnichten schlechter dadurch geworden. Ganz im Gegenteil. Ne? Ja. Und es war einfach so ein Riesenspaß. Und hat mal wieder gezeigt, da wirklich mit jemandem zu arbeiten, der auch wieder seine DAW versteht, die Abläufe kennt, diesen psychologischen Part mit dem Künstler in- und auswendig kennt. Fantastisch. Und ja, das Tollste, spannend, was für mich übrig geblieben ist eigentlich, spannend, dass die Leute nach Hause gefahren sind und erstmal nicht nur beseelt waren, weil sie tolle andere Leute kennengelernt haben, die anderen Teilnehmer ja kennengelernt haben. War eine coole Gruppe auf jeden Fall. Die Gruppe war gut. Dann viel, viel mitgenommen, vor allem dieses Pragmatische. Und die meisten haben gesagt, ich habe danach wieder richtig Lust gehabt, an die DAW zu gehen und zu mischen. Und das ist ja immer so, ne? Dass du dann, wenn du so ein Wochenende da sitzt und denkst so, jetzt könnte ich auch mal selber hier kurz mal wieder in der Session aufmachen und was machen, ne? Ja. Vielleicht hat das auch bei dem einen oder anderen einfach so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, wenn ich so jetzt auf dem Wissensstand, sag mal, war natürlich jetzt auch unterschiedlich, was die Teilnehmer, der eine vielleicht macht das schon ein bisschen länger oder der eine fängt gerade an, ne? Genau. Aber wenn ich so, keine Ahnung, ein paar Jahre oder halt in meine Anfänge so zurückgehe, hätte ich das geliebt. Weil man sich natürlich viel zu sehr verbohrt. Man braucht irgendwelche Sachen oder man muss das so und so machen. Sondern dass man halt einfach denkt, ja, das war ja auch immer, ja, Vincent, irgendeiner von den Teilnehmern, was würdest du denn für ein Mikrofon hier so und so? Ja, was hast du denn? Ja, ein SM57, ein SM58 und ein, weiß ich nicht, Rode NT1. Ja, dann stellst du alle drei dahin und guckst, was nachher am besten klingt. Hörst du an, was klingt. Ach so, ja, aber, und wenn ich jetzt eins kaufe, dann guck doch erstmal, was du mit den drei nicht. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach super, super pragmatisch, wie er arbeitet, was aber das Ergebnis mit Sicherheit nicht schlechter macht. Und jetzt wird dir eine oder andere sagen, ich genieße das aber auch, so ein bisschen dieses nerdige, irgendwie 5 Mikrofone an der Snare ausprobieren, dafür gehe ich vollkommen auch in ein großes Studio oder so. Ja, kann man ja. Ja, kannst du ja machen, ne? Ja. Bezahlst du natürlich dann auch, ja. Ist natürlich der zweite Punkt, aber wenn du sagst, boah, nee, mir ist das so wichtig, irgendwie der Kreativität da irgendwie, was jetzt Mikrofon, Placement oder irgendwas angeht, da bist du bei, ich glaube, Vincent wird das auch machen, aber er wird dann halt sagen, ja, wenn du halt willst, machen wir das halt gerne, dann basteln wir da ein bisschen rum. Kein Problem. Aber im Grunde genommen weiß er ganz genau mit dem, was er da zur Verfügung stehen hat, was er macht und er sagte auch, naja, von mir aus, gib mir halt 10 von diesen Slate-Mikrofonen. Ich nehme dir alles auf. Auch keine Werbung. Damit nehme ich dir vom Symphonieorchester. Aber Link dazu trotzdem unten, der Affiliate-Link unter dem Video. Davon nehme ich dir vom Symphonieorchester bis zur Metalband, kann ich dir damit alles abnehmen, ne? Ja. Nee, das Einzige, was er gesagt hat, wo er sich nicht traut, ist die Snare, ne? Da sagt er, ja, mit dem Pegel traut er sich nicht, aber ansonsten überall. Ob das Hi-Hat, Toms, Gitarrenverstärker, Akustikgitarre. Akustikgitarre übrigens auch. Wir haben tatsächlich 2 Mikrofone dran gemacht, die wir auch ganz pragmatisch mal mit Tape eben zusammen gemacht haben. Und zwar einmal ein teures Neumann-Stäbchen und einmal das ML2. Und ich weiß gar nicht, welches wir jetzt am Schluss genommen haben. Aber bei beiden war klar, sie klingen unterschiedlich. Aber gerade im Mix, gerade bei einem Rocksong, versendet sich vieles, sagen wir mal so. Nicht alles. Sicherlich ist das Neumann ein hochsensibles, tolles Mikrofon, außer Frage. Ja. Kannst du auch nicht viel mit verkehrt machen mit so einem Kram. Aber wenn du sagst, es gibt halt nicht diese Ausrede, ja, ich habe ja nicht das Budget. Genau, scheißegal. Ne, das gilt eben definitiv nicht. Und für alle, die sich dafür interessieren, im Premium-Bereich gibt es ab September die Spuren zum selber downloaden und ein Mix-Tutorial nochmal von Vincent persönlich. Von dem Song? Ja. Hm. Cool, ne? Gibt's aber nur im Premium-Bereich. Naja, auf jeden Fall, das Wochenende als solches war wirklich ein riesen Erwachsenen-Spielplatz. Wir waren im Studio, wir haben draußen gesessen, gegrillt, gegessen, Spaß gehabt. Wir haben tolle Musik gemacht. Meine Freundin Maren ist ja noch da gewesen, hat eingesungen. Mhm. Auch da witzig, das Mikrofon, über das wir eingesungen haben, also ich habe auch gesungen, war auch das Slate, das ML1 heißt das dann, glaube ich.
Und Vincent hat das in der Optik, das gab es einmal ganz als normales und dann in der etwas teureren Version in der Optik von einem U47. Ja, schön Silber, dieser große Koop. Wenn du reinkommst, irgendwie guckst auf die rechte Seite, U47, okay, hier bin ich richtig. Der sagte, ich habe es wirklich nur gekauft wegen der Optik. Also der Sound ist ja der exakt gleiche wie von dem anderen, von dem günstigeren. Den schwarzen da. Aber weil man halt Studiopsychologie auch nicht unterschätzen darf, auch vom Sänger. Gerade bei Sängern, ne? Wenn man in so ein wertig wirkendes Mikrofon einsingt, dann hat man nochmal ein anderes Gefühl irgendwie. Und das, ja, es war, also genügt der Schwärmerei, es hat sich wirklich gelohnt, es war ein Riesenspaß, wir werden im September wieder da sein, dann wird der Schwerpunkt noch ein kleines bisschen mehr auf Songwriting sein, dann werden wir mit Vincent und mit, wahrscheinlich mit Jan Löchel und ich, werden den Song, den ich mitbringe, nochmal kurz 4 Stunden überarbeiten, dann werde ich mit den beiden Pros nochmal daran arbeiten, wie wir den Song weiterentwickeln, also ich habe einen Song fast fertig geschrieben, den Sommer Sonnenfänger nehmen wir und dann kriege ich von Vincent und von Jan nochmal Inspiration, was wir noch ändern. Dann nehmen wir auf und dann wird auch wieder gemischt und gemastert und so weiter und am Sonntag fahren wir wieder mit dem fertigen Song nach Hause. Wird auch super spannend werden und dann muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht nochmal mache. Also wenn genügend Leute da Bock drauf haben, da nochmal dran teilzunehmen, machen wir das im nächsten Jahr gerne nochmal wieder, weil das Prinzipalstudio selber ist auf jeden Fall als Location sowieso unschlagbar. Dieser Hof mitten im Sommer draußen in den Feldern irgendwie. Zwischendurch kam noch Henning Verlage von Unheilig vorbei mit seinem Kumpel. Die haben gerade einen Song für die nächste EM aufgenommen, für die Fußball-EM und so weiter und so fort. Wir haben Wurst gegessen und Anekdoten erzählt und es war ein Riesen, also wirklich, ich kann gar nicht genug schwärmen über dieses Wochenende. Es war wirklich ein Spaß. Einziger Wehmutstropfen, ich bin auf der Treppe ausgerutscht, habe mir das Knie verdreht. Oh. Hat mir ein bisschen wehgetan, aber wenn das Schlimmste war, was passiert ist, dann ist doch alles dann gut. Dann ist ja auch dein Alter, ne, mittlerweile. es war tatsächlich so eine lange Holztreppe und es hatte ganz leicht genieselt. Also auf dem Weg nach draußen, von ganz oben. Von ganz oben, von der Unterkunft, runter diese lange Holztreppe. So. Die ich nicht gefunden habe. Es hat ganz leicht genieselt. Ich komme raus, war ein bisschen in Eile, weil ich Kaffee und Kuchen servieren wollte, hatte also eine große Kiste in der Hand, gehe raus und rutsch mit dem einen Fuß aus und sah mich jetzt schon virtuell, wie ich diese 5 Meter Treppe auf dem Steiß runterdonner. Kaffee, Kuchen, alles im Eimer und konnte aber auf der zweitnächsten Stufe das Ganze wieder auffangen, weil die war relativ trocken. Allerdings unter Einsatz meines Knies, das dann einmal Gnack gemacht hat und es war genau das Knie, was ich mir Anfang des Jahres in einer Riesenwelle in Neuseeland, wir waren ja bei der Hochzeit von meiner Schwägerin in Neuseeland, bei einer Riesenwelle in Neuseeland verdreht habe. Weißt du, du bist eine Stunde in den Riesenwellen drin. Und denkst so, Wasser, du kannst mir nichts, ich bin unschlagbar. Und dann kommt so eine Welle, ich drehe mich um, nur noch eine Welle. Oh, Knie kaputt. Und dann bin ich 3 Tage gehumpelt. Das war genau das gleiche. Durch Neuseeland gehumpelt? Ja, quasi, aber das war, na, ist ja alles gut. Ich musste es nicht operieren, musste gar nichts machen. Es versendet sich nach 3, 4, 5, in diesem Fall jetzt 8 Tagen. Geht wieder so langsam. Also kein Mitleid mit dem alten Mann hier von Recording Block. Da geht alles wieder. Schickt uns so, was mal eine Tube Voltaren. Was übrigens auch interessant war, und das leitet vielleicht auch schon zum nächsten Thema über, war, wie pragmatisch Vincent auch beim Thema Plugins umgegangen ist. Also wenn wir 2 teure Plugins benutzt haben, dann war das viel. Also teuer im Sinne von wirklich, da musst du Geld für bezahlen, ist selten im Sale. Das war einmal Soothed, haben wir einmal eingesetzt und wir haben den Gullfoss eingesetzt. Okay. So die beiden. Alles andere waren Brot- und Butter-Plugins, was weiß ich, Airvox als Kompressor, Chris Lord LG Multi-Plugins hier von Waves, wo 4, 5 Regler sind, gibt es für Drums, so alles irgendwie so, die draufgepackt. Alles nur ganz normale Plugins aus Cubase oder in dem Fall Nuendo, aber ist ja auch ähnlich. Ist der gleiche, so. Und wirklich alles auf ganz normalem, ich koche auch nur mit Wasserniveau. Und auch da wirklich beflügelt, wo Leute wirklich da gesessen haben, okay, alles klar, ich brauche das alles gar nicht. Der Jonas hat das 2-mal schon gesagt im Premium-Bereich und der hat auch gezeigt, dass das geht ohne. Aber wenn der Vincent das auch zeigt, dann muss es ja wirklich stimmen. Ich habe das geliebt, also indem ich dann fertig war mit Eintrommeln, bin ja rübergekommen in die Regie und habe mich auf die Couch gesetzt da. Und dann war ja, weiß nicht, da das schon am Editieren war oder Takes auswählen irgendwie oder was. Wir hatten ja so ein paar Varianten gemacht, wo er mich ja dann noch ein bisschen getriezt hat. Mach doch mal jetzt hier und hier und noch mehr und hier. Hat er gut gemacht, ne? Mach doch mal jetzt triolisch. Mach doch mal hier, mach doch mal da. Ne? Und wo dann zack, Playback läuft schon wieder. Was hat er gesagt? Triolisch, alles klar, okay.
und sitze da und denke, oh Mensch, die Toms, die klingen aber gut, ne? Weil ich habe ja bewusst so für den Sound so schön relativ abgerockte, so dicke Pinstripe-Fälle draufgelassen, auf kleinen Toms, die viel größer klingen. Ja. Das ist ein anderes Thema irgendwie, wie man das erreichen kann, aber ich habe zu Winzer gesagt, Mensch, die Toms klingen ja gut, ne? Ja, muss ich nochmal hier die Mitten ein bisschen rausziehen, ne? Und dann, fand ich total cool. Hat er so erklärt, ja, bei Toms, da gefallen ihm immer irgendwie so die Mitten nicht, ne? Irgendwie irgendwas zwischen 300 und 800 irgendwo da, je nach Tom und so. Und dann haute er dann auf, das waren zwei Toms, haute er da jeweils so einen Fabfilter, ganz normal Pro-Q 3 drauf und haute da einmal so eine Glocke. So eine tiefe Glocke. So eine Glocke mit, weiß ich nicht, 12 dB nach oben. Oink, oink, oink. Ja, das ist die Frequenz. Zack, minus 10. Dann haben wir die große Tom wieder. Ah, hier, ja, okay, hier ist der Grundton ein bisschen tiefer. Hier ist auch das, was mich nervt, ein bisschen tiefer. Oink, oink, oink. Zack, 10 dB runter. Und neben mir sitzt einer von den Teilnehmern und guckt mich so an. Ach du Scheiße. Das wird auch so aggressiv. Ich sag, ja gut, im Mastering jetzt eventuell nicht. Aber, nicht. Also, aber wenn es halt stört, dann nimmst du halt raus. Genau. Ist ja nicht schlimm, ne? Ja. Irgendwie, also das fand ich halt auch total schön so. Okay, Toms sind jetzt auch 4 dB leiser geworden. Die mach ich mal eben lauter. Zack, fertig. So, nächste, was ist jetzt? Ne, so, was brauchen wir jetzt? Total schöner Moment, wo ich wirklich so dachte, ja, klingt jetzt auch besser. Ja, aber der hätte auch den Equalizer von Cubase nehmen können. Scheißegal. Wäre egal gewesen, ja. Das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Also, total schön. Ja, total ja und schön. Deswegen, also das fand ich sehr erfrischend, da auch das auf Plugin-Seite tatsächlich, das nicht da war. Was wirklich spannend war, dass er konsequent gegen die Referenz gemischt hat tatsächlich. Ne? Mhm. Also wir sind tatsächlich gestartet mit der Bassdrum. Er hat die Referenz genommen, hat die 12 dB leiser gemacht. Und dann hat er die Bassdrum AB gehört, vom Pegel erstmal so, dass er die auf demselben Level hat wie in der Referenz. Das gleiche mit der Snare. Und hat regelmäßig, also so oft habe ich auch noch nie eine Referenz benutzt, wie er das gemacht hat. Einfach nur, um immer kurz zu überprüfen, wo stehe ich gerade. Mhm. Und das war wirklich beeindruckend, wie konsequent und vor allem wie schnell er dadurch auch arbeiten konnte. Weil er eben nicht irgendwie rum-EQed und im luftleeren Raum, sondern alles ganz konsequent. Also natürlich könnte man jetzt sagen, ja, ich will da gar nicht so klingen wie die Referenz. Ja, dann hast du vielleicht die falsche Referenz ausgewählt oder so. Ne? Aber wir hatten ja dieses Soundideal. Wir hatten in dem Fall jetzt, was hatten wir denn jetzt? Ich glaube, nicht Boulevard of Broken Dreams, irgendwas von Green Day hatten American wir. Idiot war das. Nee, war nicht American Idiot. Zumindest lief das da. Naja, auf jeden Fall ein Song von Green Day. Hm. Und dann haben wir einfach konsequent gar nicht mal den Sound unbedingt, sondern vor allem die Lautstärkeverhältnisse gegen die Referenz abgeglichen, die Balance, genau. Und das hat so geholfen, weil das so schnell ging plötzlich. Übrigens, das finale Master von dem Track, ne? Ja. Was du mir dann geschickt hast, ich musste wirklich nochmal nachdenken und hab's nochmal ein bisschen verglichen, ist tatsächlich das lauteste Audio-Master, was ich auf meinem Computer besitze. Okay, minus also 6 bei oder was hat er das? Minus 3,6 LOFS im Short-Term, glaube ich, war es. weil ich habe es dir angemacht. Ja, du hattest mir das ja per WhatsApp geschickt. Ja, ne? Ja, ja. Und ich habe es irgendwie am Handy angemacht. Hab gedacht, okay, ja, schon, fiept schon irgendwie so. Ne? Und habe es dann halt im Studio gehört. Und da musste ich erstmal wirklich hier ganz schnell mal drehen, weil ich hier fast weggeflogen bin. Irgendwie, also da habe ich gedacht, okay, das ist aber schon laut. Und dann gucke ich so auf den Analyzer und denke so, okay, minus 3,6 Short-Term in der Spitze, nicht schlecht. Also da ist schon nicht verkehrt. Aber ich meine, gut, er hat ja auch, ne, hier Ballast der Republik hat er ja zum Beispiel auch gemacht, mhm. Ne? Also Totenhosen ja. Tage wie diese. Mhm. Und das ist auch in dem ähnlichen Lautheitsbereich dann, ja. Ne, zum Beispiel. Das ist schon krass, ne? Und witzigerweise hatte ich jetzt danach quasi auch so eine Pop-Punk-EP gemacht, mhm. Für eine Band aus Großbritannien. Und die haben mir dann auch so Referenz geschickt und sowas. Und das war halt auch so mega laut. Ne? Also auch so in diesem minus 4, minus 5 LOFS. Mhm. Also nicht integrated natürlich. Ja, ne? Wir reden über Short-Term. Für die das nicht wissen, ne? Kurz mal Google anschmeißen, ist tatsächlich sehr wichtig zu wissen, wenn wir über Lautheit sprechen. So. Und hab denen halt geschrieben, naja, so wie die Mixe sind, so laut kriegt die halt nicht. Ne? Weil wenn du dir mal lautes, richtig laute Master anhörst,
nehmt euch zum Beispiel mal Tage wie diese oder nehmt es mal. Oder von mir aus auch hier Green Day, American Idiot, diese ganze Boulevard of Broken Dreams, Name It Geschichte. Warum sind die so mega laut? Da guckt keine Bassdrum 5 dB raus unten oder eine Snare 5 dB. Nee. Das lauteste Element bei diesen Sachen oder mindestens gleichwertig laut ist auch alles, was einfach nur Fläche macht. Ja. Das heißt Gitarre, Gesang, Chöre, der ganze Kram. Extrem dicht. Das heißt, die Dinger wirken immer noch einigermaßen dynamisch, dadurch, dass du dir halt die Transienten nicht komplett kaputt schießt. Ja. Weil die meisten mischen halt dann Bassdrum, Snare und so mördermäßig laut. Mhm. Ne? Dann siehst du, kriege ich irgendwelche Mixe, wo solche Transienten sind und dann so ein bisschen Sustain. So ein bisschen Wurst, genau. So, das heißt, ich muss erstmal 10 dB Transienten kaputt machen. Mhm. Oder, ne, und jetzt können wir schon gleich ein bisschen überleiten zu dem, was ich noch erzählen will. Oder du musst halt, lässt halt die Transienten, wie sie sind und holst halt alles andere extrem nach oben. Ja. Ja, was aber ja nicht zwangsläufig dein Nutzsignal ist, sondern du holst ja auch Reverbs total nach oben. Und du holst und andere Delays Sachen nach oben. So das heißt, wenn du ein lautes Master haben möchtest, aus welchen Beweggründen auch immer, sei es Soundästhetik oder sei es vielleicht auch, um eben in deiner Lebensumgebung, wie ich das immer so schön sage, stattzufinden, dann solltest du darauf achten, also dann orientier dich auch mal an lauten Referenzen. Ja. Ne? Und nicht an deinem Mix, der nicht lauter wird. Klar, wenn du deinen Monitor-Controller 20 dB lauter drehst, wird er 20 dB lauter. Klingt ja zwar lauter, aber das ist dann im Mastering nicht 1:1 so umzusetzen, ohne den Sound komplett zu verschieben. Aber ich war auch sehr fasziniert, wie laut das Ding gewesen ist. Ja, heftig. Also das war echt, ich hatte zwischendurch schon den Eindruck, dass es wirklich auch zehrt, dass es übersteuert. Also das, was ich hier gehört habe, war komplett distortet. Gut, alles klar in der Hand. Es war jetzt aber auch, um Vincent in Schutz zu nehmen, es war aber auch eine MP3, die du über WhatsApp verschickt hast. A, das. So. B, war das aber natürlich auch jetzt nicht irgendwie mit hochgradigem Mastering-Anspruch gemastert, also mit den goldenen Ohren, sondern wir machen das Ding laut. Das war das Ding. Okay. Ne? Also mit anderen Worten, wir hätten den finalen Limiter natürlich fürs Mastering runtergenommen und hätten das dann zum Mastering-Engineer gegeben und dann wäre das eben nicht so laut gewesen, ne? Um das nochmal klar zu machen. Vermutlich, ne? Weiß ich nicht. Ja, können wir vielleicht sogar nochmal ausprobieren. Ne? Aber wie gesagt, die Plugins, das war schon wirklich ein faszinierendes Ding und du hast ja auch ein Plugin, was dich beeindruckt hat. Bevor ich von dem Plugin erzähle, haben wir uns ja was überlegt. Trommelwirbel. Was Bahnbrechendes. Und zwar wollen wir gerne eine Kategorie einführen in diesen Podcast. Wir haben noch ein Problem, wir haben noch keinen Namen für die Kategorie. Das heißt ja immer scheiße. Ne? Aber die Kategorie wird euch gefallen. Ja, genau. Also letztes Mal, in der letzten Folge habe ja vor allem ich ganz viel über AB-Metrik, ADPTR. Über dieses Referenz-Vergleichstool, Analyzer-Tool gesprochen. Und viele haben auch geschrieben, total cool, mal so ein Plugin im Detail und ne, warum die Pros oder warum wir irgendwas so feiern, aus welchem Grund jetzt nicht der tausende Vergleich zwischen UAD und Waves. Ja, und vor allem kein Tutorial, sondern einfach mal aus der Praxis, warum das sinnvoll ist. Ne? Wofür nutzt man das dann wirklich und was kann das, was nichts anderes kann oder so. Und wir haben uns überlegt, wir machen so eine Rubrik. Jetzt wäre, also ich habe mir das auf meine Notizen-App, habe ich mir geschrieben, Plugin of the Week. Macht natürlich keinen Sinn, weil der Podcast ist ja nur alle zwei Wochen, ne? Plugin of the Fortnite. Fortnite heißt ja, ist ja dieses Spiel, aber Fortnite ist ja auch 14-tägig. Ja? Ja, also Fortnite. Fortnite. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen vernünftigen Namen. Deswegen brauchen wir euch. Deswegen brauchen wir von euch, von dir einen Vorschlag, wie können wir die Plugin Rubrik quasi nennen, in der jeweils Björn oder ich oder wir beide ein Plugin vorstellen, das wir in der Woche oder in dem Zeitraum häufig genutzt haben, das wir vielleicht vorher nicht benutzt haben. Oder was irgendwie den Tag gerettet hat. Oder was uns aufgefallen ist, habe ich schon lange nicht mehr benutzt, hey, ist eigentlich ganz cool oder nutzt das irgendwie so. So gibt es jedes Mal so einen kleinen Anker hier, so einen kleinen Anker, so, wo wir eine schöne Geschichte erzählen. Und ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, welchen Vorschlag ihr für diese Rubrik habt, wie wir sie nennen. Kann man ja da auch vielleicht eine fancy Einblendung machen, so Plugin of the Fortnite. Ist jetzt gerade passiert. Habe ich in der Post gemacht? Ja, ja. Ne? Und du redest jetzt mal über das Plugin am besten. Ja, genau. Also, weil es ist ein Plugin, was ich nehme das mal vorweg, nicht einsetze, weil ich es nicht verstanden habe. Was aber nicht zu einem schlechten Plugin macht, sondern mich einfach zu einem dummen Menschen. Und ja, nee, das kann man ja so nicht sagen. Ich glaube, es ist ja so ein bisschen eher, wenn du das Problem noch nicht hattest vielleicht, oder vielleicht hattest du es schon und hast es
anders gelöst oder halt nicht gelöst. Ja, oder eben nicht gelöst und akzeptiert, dass es so ist. Ja. Ja, also es geht um den DynaQ vom, ich glaube offiziell Balaskas, heißt es Master Lab Audio, glaube ich. Master Lab Audio, aber Andreas Balaskas, Mastering Engineer aus Berlin, steckt hinter diesem Plugin und er hat ein Problem, er wollte ein Problem lösen und hat kein Plugin gefunden und deswegen dieses über wirklich lange Zeit dieses Plugin entwickelt und ist jetzt in Version... Es ist, glaube ich, jetzt irgendwie Version 2.5, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ich habe von dem Plugin auch jahrelang, ich sage jetzt mal, das gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, bestimmt 6, 7 Jahre, würde ich jetzt mal behaupten. Gibt's ich habe Andreas auf der Superbooth noch in Berlin getroffen und wir haben noch darüber gesprochen. Da hat er erzählt, dass sie irgendwie so ein Major-Update planen, dass sie noch so auf den finalen Sprüngen sind. Das wird das wahrscheinlich gewesen sein, was du jetzt da auch gesehen hast. Das kann sein, vielleicht war das die V2 dann oder so. Das kann ja, oder sein. So, genau, ja. Grundsätzlich habe ich davon ganz oft gelesen und gehört und habe auch gesehen, dass du mit Andreas, den ich jetzt nicht persönlich kenne, aber liebe Grüße, Grüße ist raus. Genau, unbekannterweise an meinen Mastering-Kollegen aber immer so, okay, ja, irgendwie deine Q, gebe ich jetzt zu, habe mich damit nicht weiter beschäftigt. Ja. Dazu ja dynamischer EQ, irgendwas, weiß ich nicht. Du hast mal erzählt so, ja, fand ich irgendwie spannend, aber habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden und auch so das Anwendungsszenario nicht. Und ich war so unterwegs in einer Facebook-Gruppe namens, ich glaube, Mastering Engineers Worldwide oder so. Ist ganz interessant. Was für Themen da besprochen werden. Bob Katz ist unter anderem auch Mitglied der Gruppe und ist auch sehr aktives. Bist du ja in guter Gesellschaft. Sehr aktives Mitglied, ne? Also wirklich, auch, sagen wir mal, Nachwuchs-Engineers, aber halt auch wirklich Leute, die da lange in der Branche drin sind. Und hab halt gesehen, dass da jemand ein Video gepostet hat von, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt, dem Holländer, der... Wietze. Ja, genau. YC Studios, genau, ja. Der hat auch einen YouTube-Kanal, für den ihr nicht kennt, mit den langen Haaren, ist so ein bisschen... Genau. Crazy. Snake Oil heißt die Rubrik, wo er überprüft, ob Plugins einfach nur fake sind oder ob sie wirklich was abliefern. Genau. Das haben wir gesehen und hatte irgendwie gerade Zeit oder nichts zu tun und habe halt einfach mal auf das Video geklickt und habe mir das angeschaut. Und es ging um den DynaQ und eben jetzt, glaube ich, um dieses Update. Ja. Und hab mir das so angeschaut, erstmal so ein bisschen so, ja gut, ne, was macht der da irgendwie? Also ich wollte eigentlich mehr unterhalten werden, als jetzt etwas zu lernen oder wie auch immer man das nennen will. Und hab dann so gedacht, okay, das ist irgendwie total crazy, das Konzept, weil er das auch gut erklärt dann. Erstmal hat er das Plugin, jetzt im Nachhinein betrachtet, hat er selber nicht ganz verstanden, glaube ich. Aber dann habe ich es auch kapiert, durch seine Fehlbenutzung in Anführungsstrichen, habe ich es dann kapiert. Und es ist im Prinzip, wenn du das aufmachst, hast du zwei EQs, klassischerweise, wo du halt sozusagen einen Analyzer hast, also einen Frequenzbereich hast, wo du oben und unten jeweils 5 EQ-Bänder nutzen kannst. Ja. So, also könnte man sagen, links, rechts, so weit, Seite, so ja, genau. Wie auch immer, was auch immer das sein soll. So, was aber jetzt das wahre Ding ist, was der DynaQ macht, und das gibt es in dieser Form meiner Meinung nach auch bisher immer noch kein zweites Mal. Du splittest trennst das Signal, was da reinkommt, in zwei Signale auf. Und zwar einmal das Signal über einem eingestellten Threshold und einmal das Signal unter einem eingestellten Threshold. So, jetzt sagt man, okay, kann ich ja auch mit einem dynamischen EQ machen. Ja. So, kannst aber nicht. Also kannst du schon, aber das ist so umständlich und so ungenau, dass du niemals die gleichen Ergebnisse haben wirst. Okay. Beispiel. Ja. Wo ich es jetzt benutzt habe, Schlagzeug. Ja. Ich habe einen Schlagzeugstem. In diesem Schlagzeugstem gibt es eine sehr prominente Snare. Ja. Ne? Also ich habe keine Einzelspuren, sondern Stem Mastering. Den Stereo-Stem alles, vom Schlagzeug. Alles Schlagzeug. Mit Raum, mit allem drum und dran. So, die Snare ist relativ laut und hat ziemlich viel so hoch mitten auch. So, die Becken klingen nicht so schön und sind auch eher weniger in den Höhen, in diesem schönen Brillanzbereich, sondern mehr auch so in diesem 6, 5, 4 Kilohertz also Bereich. Ja, so ein bisschen wehtuender Bereich. So, ne? Wenn ich jetzt einen Equalizer benutzen würde, einen ganz normalen Equalizer, und würde sagen, pass auf, nimm doch bitte, ich sage jetzt einfach mal bei 4 Kilohertz ein dB raus, dann habe ich ja diesen dB weg. Ob jetzt ein Becken spielt oder ob eine Snare spielt. Oder im Raum oder sonst was. Ist weg. Überall. Wenn ich jetzt einen dynamischen EQ nehme und sage, nimm immer was raus, außer, also
gibt natürlich einmal den klassischen, wenn der Pegel höher ist als Wert X, senk ab. Ja, Threshold. Will ich ja in dem Fall nicht, weil die Snare ist ja das lauteste Element. Ich will ja die Becken absenken. Ja, okay. Jetzt kann ich ja sagen, okay. Pass auf, ja. Senke immer ab, wenn der Pegel unter einem Threshold ist. Ja. Und heb immer wieder auf Null an, sozusagen, wenn der Wert nicht unterschritten wird. Heißt, die Snare spielt, ja. Bleibt. Sobald die Snare nicht spielt, also in dem Bereich weniger Pegel ist, ja. Geht's runter. Ah, okay, alles klar. Also immer dann, wenn die Snare nicht spielt. Okay, das sind ja die drei Szenarien. Okay, ja, verstanden. So. Okay. Wie geil wäre es aber jetzt, wenn ich einfach sagen könnte, ich teile das Signal auf in einen lauten Bereich und in einen leisen Bereich. Also der Bereich oberhalb des Thresholds, eines Thresholds und der Bereich unterhalb eines Thresholds. Genau, okay. Das macht der Dynacue. Bei dem Drumstem heißt das, mach jetzt mal ganz bildlich, die Leute, die uns bei YouTube zuschauen, sehen das, aber ne, wenn du jetzt diese imaginäre Linie nimmst, das ist jetzt dein Threshold. Ja. Keine Ahnung, minus 20. So, die Bassdrum-Schläge sind bei minus 12. Das heißt natürlich, der Impuls der Bassdrum ist bei minus 12. Genau. Die Snare ist bei minus 10, liegt über dem Threshold. Ne? Die Toms, die Impulse, die Transienten liegen bei minus 10, weiß ich nicht. So. Also drunter. Der Beckenschlag, das heißt, dass die Energie in diesem Signal von dem Beckenschlag oder von der Hi-Hat liegt bei minus 21, minus 22 und zwar immer. Ja. Dauerhaft unter diesem Threshold kann ich jetzt hergehen, das heißt dann einmal above und below, also über dem Threshold unter. Und unter. Und kann sagen, Pano und Beso übrigens im Griechischen. Ah. Kann ich jetzt sagen, in diesem Below Threshold, also die leiseren Signale, jetzt in dem Fall, um mal ganz pragmatisch zu bleiben, Raum, Becken, all das. Sustain von den Trommeln. Ja. Da möchte ich gerne bei 4 Kilohertz 2 dB rausnehmen, um die Becken halt weniger klirrig, anstrengend zu machen. Ja. Möchte aber halt in diesem Initialtransienten der Snare und in den Toms und in der Kick, die ja auch in den Hochmitten stattfindet, da möchte ich nichts verlieren. Okay. Dann nimmst du dieses Plugin her. Also ein Anwendungsszenario. Schon ein spezielles Anwendungsszenario, aber ich kann zumindest nachvollziehen, dass mir ist gerade mein Sender rausgefallen, das muss ich mal kurz wieder anstecken hier. Kann aber auf jeden Fall nachvollziehen, dass du zumindest schon mal diesen einen Use Case hattest. So. Pass auf, habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber das nächste Nutz Case. Ja. Du hast eine Vocalaufnahme. Das Nutzsignal der Vocalaufnahme klingt super, aber vielleicht schwingt da in der Räumlichkeit irgendwas mit, wo du irgendwie eine Resonanz im Raum hast oder sowas. Ja? Jetzt sagst du hier Goyo, Ambience Remover, was du Video gemacht hast zum Beispiel. Jetzt, genau. Deine Cue kannst du natürlich auch draufhauen und sagen, boah, da ist bei 500 Hertz, ist was. Aber ich möchte ja natürlich nicht, wenn der Sänger wenn einen der Ton singt, soll die 500 Hertz natürlich nicht weg sein. Möchte ich ja nicht, dass jetzt vielleicht der Ton bei 500 oder eben dann die harmonischen daraus gezogen werden, sondern nur, wenn der Wert unter einen gewissen Pegel geht. Das heißt, der Sänger singt aus, der Raum, ich sag jetzt mal, der Raum schwingt noch ein bisschen nach. Bam. Oder bei einer Bassdrum oder bei einem Tom oder sonst was irgendwie. Und sobald dieser Pegel unterschritten wird, also der Schwellwert unterschritten wird, dann senkt er die 500. Gute Idee. Das, und ich habe erst so gedacht, naja, aber das gibt's doch, das geht doch. Und habe dann so überlegt. Wie würde ich es machen? Wie würde ich denn jetzt genau das, was ich jetzt zum Beispiel bei diesem Schlagzeug-Anwendungsszenario gemacht habe, wie hätte ich das jetzt gemacht ohne den Dynacue? Habe ich wirklich lange überlegt. Und das wirklich Einzige, was mir da gekommen ist, ist eben diese Variante mit, ich senke den Pegel bei 4 Kilohertz mit einem dynamischen EQ ab. Aber wenn der Wert einen gewissen, aber wenn die Frequenz einen gewissen Wert überschreitet. Versuch zu folgen, ja. Ne? Beispiel, mehr Energie als minus 18. Ja. Nicht absenken. Sondern. Und sobald der Pegel unterschritten wird, runter. Ja. Da habe ich aber überlegt, natürlich, zum Beispiel mit dem Pro Q3 wäre das möglich, aber natürlich nicht so genau, weil Attack, Release kannst du alles nicht einstellen. Ja. Bis beim TDR Nova kannst du natürlich wieder alles einstellen. Theoretisch gehen, ja. So. Aber das auch abzuhören und zu bearbeiten, was da passiert, ist natürlich total umständlich. Kannst du das als Delta dann quasi auch direkt abhören? Du kannst einfach sagen, Solo alles über dem Threshold, Solo alles unter dem Threshold. Cool. Das ist das Nächste. Du kannst, ach, du hast da natürlich super, super, super viel
ganz filigranen Kram, den du da einstellen kannst. Du kannst dann noch die Breite von dem Above und von dem Below-Signal trennen. Ja. Du kannst den Pegel generell halt ändern, sagen, alles, was unterm Fächer ist, möchte ich lauter haben, um zum Beispiel eben mehr Räumlichkeit in so ein Schlagzeug zu kriegen oder mehr Energie reinzukriegen. Du kannst, da gibt's noch wohl anscheinend ziemlich gut durchdachte Saturation-Geschichten noch, getrennt auf die beiden Bereiche, die habe ich jetzt noch nicht getestet. Das war aber wohl einer der Gründe für dieses große Update jetzt. Aber es klingt ja schon fast nach einem Grundstudium, was man abschließen muss für dieses Plugin. Aber eigentlich ja nicht. Eigentlich musst du ja nur, ich sage jetzt das mal, das Grundprinzip musst du nur verstehen. Der große Fader, der an der Seite oder Slider ist, ist kein Fader. Mhm. Wenn du den schon richtig einstellst, das heißt, wenn du einfach nur trennst zwischen, was möchte ich jetzt oben drüber haben, ne? Klar, ist es ja lauter, leiser Signal, aber du kannst ja auch einfach sagen, ich teile mein Signal in zwei Bereiche auf. Mhm. Ne? Einmal das, was ich jetzt bearbeiten will und einmal das, was ich nicht bearbeiten will. Und es gibt auch noch Sidechain-Filterungsmöglichkeiten, dass du zum Beispiel den Bass oder die Höhen rausnimmst. es gibt so viele Möglichkeiten, da einzusteigen. Du kannst es natürlich auch kreativ benutzen. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Aber für mich im Mastering ist es total genial, weil ich damit natürlich Probleme lösen kann, die ich unter Umständen sehr kompliziert nur kommunizieren kann, auch einem Kunden gegenüber. Mhm. kommunizieren kann. Ja. Und ich kann damit wirklich super, super subtil sein, weil ganz oft ist es so, gerade wenn es um die Extrembereiche geht, Extrembereiche, so nenne ich, würde ich immer sagen, Bässe und Höhen. So. Und wenn ich jetzt denke, ich würde total gerne Höhen reindrehen in diesen Mix. Ja. Damit es noch aufregender klingt und sparkling und weiß ich nicht, teuer. Airy. Wie auch immer. Teuer ist eins meiner Lieblingswörter. Ja, halt, aber, boah, dieses Becken oder die S-Laute oder weiß ich nicht. Reißen mir die Löffel weg. Ja, genau, das geht gar nicht. Spaltet mir das Hirn. Wenn ich da jetzt noch was reindrehe, so, da kann ich natürlich einfach sagen, ich mache mir hier stelle mir den Threshold so ein, dass halt diese lautesten Signale oben drüber sind, da sage ich vielleicht sogar dB-Höhen raus. Absenken, genau. Und alles, was halt drunter ist, um so diese ganze, dieses Hauchige reinzukriegen, da drehe ich mal 2 dB rein oder sowas. Klingt gut. Also ich glaube, ich habe den Dynaq tatsächlich noch von dem Video, was ich damals darüber gemacht habe. Und ich habe mich damals, weil ich das eben, ich habe auch dieses Verständnisproblem gehabt, ich habe es nicht so richtig verstanden, habe mich in dem Video damals mit Andreas einfach darüber unterhalten. Weil ich habe gedacht, der hat das entwickelt, dann soll er erklären, wofür das gut ist. Ich war hinterher immer noch so ein bisschen ratlos, aber du hast mir geholfen, tatsächlich jetzt den Zugang dazu zu finden. Das heißt, ich werde gleich nochmal rausgehen, mich an die DAW setzen und werde mir das nochmal kurz reinholen, das Plugin. Ich habe das noch. Ich habe damals auch eine Lizenz dafür bekommen, um das zu testen und so weiter. Das heißt, ich hoffe, die funktioniert noch. Für alle anderen, es gibt auf jeden Fall eine Testlizenz und vielleicht habt ihr sogar Glück, dass es noch einen Sale gibt. Wäre ja auch nicht schlecht. Ich glaube, es ist gerade genau zu Ende. Ne, vielleicht kann ich Andreas ja überreden, dass er vielleicht doch nochmal einen macht. Ich rufe ihn gleich mal an, mal gucken, was passiert. Vielleicht, ihr guckt mal unter dem Video, vielleicht steht da ja gleich noch was, dass es vielleicht spannend sein könnte. Sonst blendest du es jetzt ein. Genau. Ja, oder genau. Bam! Dann steht da jetzt, hat geklappt oder hat nicht geklappt. So irgendwie. Von daher, ich bin total fasziniert, weil war ich auch. Die Anwendungsbeispiele helfen ja, den Zugang zum Plugin zu finden. Ne? Weil es eben nicht ein, ich schmeiß drauf, klingt alles besser Plugin ist. Ne? Oder sonst was. Nee, ist jetzt nicht der One-Knob bigger, fetter Saturation-Maker, weiß ich nicht. Nee, ist es nicht eben. Ne? Aber natürlich, also im Mastering, deswegen kommt es wahrscheinlich auch von einem Mastering-Engineer, ist es ein Werkzeug, mit dem du ganz gezielt Probleme adressieren und beheben kannst. Und vielleicht ist es als kreatives Werkzeug, das, was du gerade gesagt hast zum Beispiel, also allein die Raumresonanz aus einer Vocalaufnahme rauszunehmen, ohne diesen gesamten Bereich abzusenken. Ne? Bei 500 Hertz, sagen wir mal. Du hast eine Raummode bei, was weiß ich, bei ausgerechnet bei 200 Hertz hast du eine Raummode. So. Das heißt, da, wo der Nahbesprechungseffekt ist, wo es ein bisschen wärmer klingen darf und so weiter, da. Und die willst du raushaben, ohne die Stimme jetzt aber dünner zu machen in dem Bereich. Cooles Tool. Werde ich ausprobieren. Akustikgitarre. Auch so ein Ding. Finde ich, ist ganz oft, wo du denkst, boah, gerade so in den tiefen Mitten, boah, da muss ich was rausnehmen, das wird jetzt so boomy, so. Genau, ja, wenn das Mikrofon ein bisschen zu sehr Richtung Schallloch kommt, dann kannst du das schnell drin haben. Aber es ist ja dann nicht immer so, dass wir mal sagen, ja, okay, immer wenn es zu boomy wird, nehme ich was raus, aber
vielleicht ist ja, wenn du dann den Ton spielst, der nun mal bei 180 Hertz liegt oder ja, wo, ja, dann willst du den ja nicht rausnehmen. Nee, weil der ist ja dann leiser. Ja, ja, genau. Du willst den, du hast den Ton ja gedrückt, du willst ihn ja haben, aber du willst halt dauerhaft vielleicht dieses, was da irgendwie so mitschwingt, halt raus, ne? Was aber immer unter einem gewissen Threshold liegt. Ja. Also wie gesagt, natürlich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, es gibt schon Möglichkeiten, das irgendwie mit einem dynamischen EQ zu machen, aber es ist definitiv nicht so genau und wahrscheinlich auch deutlich zeitaufwendiger und halt eben auch unangenehmer, das zu machen, weil du hast natürlich da die Möglichkeit, dann viele Dinge auf einmal auch zu lösen in diesem Plugin. Ne? Ja, ja. Auch, dass du automatisch über Sachen dann auch oberhalb des Schwellenwerts sprechen kannst. Ne? Was ich immer in diesem Anwendungsszenario jetzt für mich mit dem Mastering, ich will Höhen reinbringen, aber nicht generell, weil dann werden gewisse Sachen halt noch extremer, unangenehm. Ja, oder spitzer. Wie auch immer. Oder auch interessant, du hast, ist ja Mastering, ja, vielleicht auch, wenn du zu Hause sitzt und irgendwie fertige Beats kaufst. Ja, oh ja, ja. Ne, so, du hast ein Beat, die Kick ist elendig laut, knallt dir da vorn Latz, ne, volle Pulle rein, aber der tonale Bass, die 808 oder was auch immer, die hörst du gar nicht. Ja. Ne? Die hörst du gar nicht und das erlebe ich tatsächlich sehr, sehr oft im elektronischen Musikbereich und Hip-Hop, weil natürlich diese, jetzt sind wir wieder, natürlich wieder bei Raum oder Kopfhörer und so, aber es ist natürlich diese Initialzündung von der Kick, die Kick muss schon knallen, so, muss schon kommen, drücken. Ne? Aber der Bass, ja, der brummt dann nur im Zimmer so rum oder dröhnt natürlich irgendwie alles voll. Manchmal leiser so, ne? Auch abgesehen davon, dass dann so eine 808 bei 32 Hertz bei den meisten sowieso nicht mehr viel überkommt. Also die sind im Signal, aber der Speaker macht's nicht. Ja, genau, das kann auch passieren. Dann hast du zum Beispiel so ein Beat, wie machst du jetzt den Bass lauter, um eine Kick lauter zu machen? Ja, klar, bist du wieder bei diesem irgendwie dynamischer EQ-Kram. Ja. Oder du sagst halt einfach, okay, pass auf, die Kick hat jetzt auch kein großes Sustain, das heißt immer, wenn das, keine Ahnung, die Kick ist bei -3 und dann kann ich auch beim alles sagen, alles unter -5 oder so schon. Wird schon angehoben. Ne? Und, ja, oder machst du könntest halt den Bereich dann mit Saturation bearbeiten, ne? Genau. Also unterhalb der Bassdrum. Ja, ganz genau, ne? Also man kann dann ja irgendwie den tonalen Bass da abgreifen, ohne eben die Bassdrum anzugehen. Faszinierend. Das wäre auch zum Beispiel so ein Anwendungsszenario. Also keine Ahnung, wir können noch 3 Stunden reden und ich würde immer wieder Anwendungsszenarios für dieses Ding halt sagen, wo ich auch in der Vergangenheit schon oft irgendwie gestanden habe und dann über irgendwelche komplizierten Sachen das gelöst habe oder es vielleicht auch dann gar nicht so gelöst habe, wie ich es eigentlich hätte gerne wollen. Das heißt, wir kürzen ab an der Stelle, deiner Cue behebt auf jeden Fall eine ganze Menge Probleme, wo du früher ratlos davor gestanden hast oder zumindest lange überlegen musstest, wie du das Problem löst und könnte es jetzt innerhalb kürzerer Zeit definitiv lösen. Ich finde, das ist halt, ich glaube, das ist jetzt kein Tool, was du in jeder Session 30 Mal benutzt, wie jetzt irgendwie ein Kompressor oder ein ProQ 3 oder so. Aber es ist halt ein Tool, dass wenn du das hast und weißt, wie es funktioniert grundsätzlich, kann es in ganz vielen Momenten helfen, weil es ist ja, um das vielleicht dann können wir das so abschließen, denk mal auch in dem Sinne von Transient Shaper. Ja. Es ist ja kein Transient Shaper. Nee, das ist erstmal ein dynamischer Equalizer. Es ist schon wahrscheinlich, dass bei einem Signal der Transient vermutlich, jetzt bei einer Trommel oder beim Schlagzeug, vermutlich ist der Transient lauter als das Sustain des Signals. Sehr wahrscheinlich. Ja, in der Regel. Ja, so. Da heißt, du kannst dann mit deinem Transient Shaper oder mit deinem Spiff oder wie es dann alle so heißt, kannst du natürlich den Transienten shapen, das heißt, ihn formen, erhöhen, nach vorne holen oder halt absenken und das Sustain nach vorne holen. Wenn du den klassischen SPL Transient Designer nimmst, da hast du ja Attack, Sustain. Und Sustain. Ne? In dem Fall kannst du natürlich einfach sagen, okay, das Signal, das Above, das Laute, keine Ahnung, bei einer Bassdrum, habe ich dann vielleicht einmal bei 60 Hertz dann ein Above-Signal bei dem Pegel und bei 3 Kilohertz. Jetzt möchte ich aber den Transienten vielleicht untenrum gar nicht anfetten, sondern ich möchte einfach nur den Klöppel am Fell, haben. Gut, kannst natürlich auch wieder mit einem normalen EQ machen. Ne? Oder du sagst dann einfach, ich möchte wirklich nur diesen Moment, wo der Pegel sowieso schon oberhalb einer Grenze ist, haben und möchte es dann anheben. Ne? Ja. Oder vielleicht auch genau das Gegenteil. Ich möchte, ich habe deutlich zu viel Klöppel,
ne? Und sage, pass auf, wenn das über einem gewissen Punkt ist, dann senkst du das ab. Und wenn es aber drunter ist, unter dem Schwellenwert, dann belässt du es bitte. Also, wie gesagt, es sind super, also, super viele Möglichkeiten. Unzählig wahrscheinlich, ja, tatsächlich. Also vom Rekord, vom Mixing, Sounddesign bis eben auch dann zum Mastering, ja, wo man dann ganz filigran sagen kann, ich drehe da mal ein halbes dB raus und da ja nicht. Ne? Ich finde es auf jeden Fall spannend und wollte das nicht vorenthalten, das heute zu erzählen, weil ja, super. Also, ich bin jahrelang so parallel mit diesen Plugin gefahren, ja, ja, hab's ja, immer ja wieder gesehen, so, ja, ja, okay, deine ja, cool, ja, gibt's. Gibt's, ja, aber ich war jetzt wirklich höchst angetan, muss ich sagen. Also Daumen hoch für Björns Begeisterung und vor allem danke für die Erklärung, weil ich glaube, überhaupt erstmal ein Anwendungsszenario zu haben und dann von da aus sich zu entwickeln, das Plugin dann zu nutzen, finde ich auf jeden Fall gut. Das ist sowieso besser, als erstmal ein Plugin zu kaufen und zu gucken, wo kann ich es denn benutzen. Ja, also es kommt ja trotzdem der Spruch, den ich immer wieder anbringe, der heißt ja, Wissen ist nicht Können. Ne? Also nur weil ich weiß, kann ich es ja nicht anwenden. Das heißt, man muss ja dann schon an die Regler ran und einfach mal ausprobieren, mal gucken, absolut, was passiert dann. Und deswegen ist das vielleicht eine spannende Einladung, einfach für euch mal den DynaQ runterzuladen und einfach mal damit ein bisschen rum zu experimentieren. So 30 Tage, also komplette Vollversion, 30 Tage kostenlos. Super, kann man auf jeden Fall genügend ausprobieren. Sucht euch natürlich einen Zeitraum aus, wo ihr die 30 Tage auch genügend Zeit habt, das auszuprobieren. Das macht ja dann auf jeden Fall Sinn. Link dazu auf jeden Fall unten unter dem Video. Wenn es einen Sale gibt, steht er dann auch dabei. Wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Und ja, dann haben wir noch eine tolle neue Rubrik hier im DRW-Versteher-Podcast. Wir brauchen nur noch einen Namen. Ne? Ja, also wie gesagt, das Kind braucht einen Namen. Das hat ja damals beim Namen vom Podcast auch schon gut funktioniert. Genau. Ne? Den Namen, den wir beide ja gar nicht gesehen haben, DRW-Versteher, den haben wir dann von euch auf das Tablett bekommen. Was wolltest du nochmal? Mach mal laut? Nee. Mach mal lauter. Mach mal lauter. Mach mal lauter. Wie heißt die Mutter? Schön. Oh Gott, ja, tatsächlich. Wir können auch mal eine Podcast-Folge, könnten wir auch mal am Ballermann aufzeichnen. Möchtest du das? Ja, weiß dann ich machen wir nicht das. Wir können ja erstmal eine Podcast-Folge in Hamburg aufzeichnen. Wir haben ja demnächst eine Jubiläumsfolge. Ich weiß nicht, dies ist jetzt, glaube ich, Folge 36. Mal gucken, ob wir irgendwo eine Jubiläumsfolge haben, die uns dann dazu einlädt, die vielleicht woanders aufzuzeichnen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir mal eine in Hamburg aufnehmen. Vielleicht, ja, können wir auf jeden Fall. Nämlich so die übernächste. Auf der Studioszene nehmen wir auf jeden Fall die übernächste auf und gucken mal, dass wir da den ein oder anderen oder die ein oder andere von euch treffen vor Ort. Wenn ihr Bock habt, bei der Studioszene vorbeizuschauen, vom 17. bis 19. Oktober ist die Studioszene in Hamburg im Rahmen der LeadCon heißt sie. Oder das ist die Rahmenmesse auf jeden Fall da in der Messe Hamburg. Wir werden auch da sein und zwar am 18. und am 19. Oktober. Und am 19. werden wir dann gegen kurz nach 2 wahrscheinlich den DAW-Versteher Podcast aufzeichnen. Weitere Infos auch in dem nächsten Podcast nochmal von uns dazu und auch über die... Könnt ihr dabei sein? Über die, ja, könnt auf jeden Fall dabei sein. Ja, also ne? das ist nicht hinter verschlossenen Türen. Nee, ist Lucky Lucky und hinter Hände schütteln und so weiter. Ne? Und dann kann man... Fragbällchen gibt's auch. Zumindest für uns beide. Ich hoffe, dass wir welche kriegen in Hamburg. Was gibt's und, Franzbrötchen? Wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt und so weiter, folgt uns auf jeden Fall auch auf den Social-Media-Kanälen. Björn vor allem bei Instagram, weil da gibt's dann demnächst auch noch weitere Informationen, zumindest wo eine Kachel, wo alles draufsteht und so weiter, wo ihr nochmal die Informationen bekommt. Auch dazu ein Link unten unterm Video. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns ja schon in 2 Wochen wiedersehen, tatsächlich. Aber das wird auch spannend. Wir haben ja nicht verraten. Ich will gar nicht. Ich verplapper mich ja nur. Das wird auf jeden Fall auch eine besondere Folge. Das auch die nächste Folge wird eine ganz, ganz besondere Folge werden. Ja. Wir verraten aber noch nicht, warum, weil das werdet ihr dann definitiv sehen und hören natürlich. Deswegen die nächste Folge auf jeden Fall nicht verpassen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, Daumen nach oben auf jeden Fall. Hört ihr die anderen Folgen auch noch an. Das hilft auch dem Kanal. Folgt uns bei Spotify. Bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Sachwatt und hier natürlich bei YouTube, falls ihr das da sehen solltet. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Und oder? Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn unser Freund aus Münster-Wolberg, Jonas, Folgendes gesagt haben wird. Ein Song oder ein Mix ist nie fertig, aber man lässt ihn irgendwann liegen und zieht einfach weiter. Yassas. Ciao. Das ist aber eine schöne Erkenntnis tatsächlich, ne? Zu wissen, auch bei den Pros, der Mix ist nie fertig. Du musst nur irgendwann den Punkt finden, wo du sagst, so, ja, jetzt höre ich auf und jetzt mache ich den nächsten. Das war schön. Ja. Wupp, wupp.